Ereignisse, von denen jetzt zu berichten ist, begannen vor 3 Wochen. In einem alten, einsamen Landsitz an der Westküste Schottlands. Hier hatten sich die 7 Mitglieder eines ungewöhnlichen Clubs zum Abendessen zusammengefunden. Sie nannten sich die guten Kameraden. Sie hatten das Mahl fast beendet, als die Haushälterin Mrs. Monteith einen verschlossenen Umschlag brachte, der an Ralph King, einen in den Ruhestand getretenen Anwalt, adressiert war. King nahm ihn gelassen entgegen. Als die anderen guten Kameraden den Inhalt des Umschlags gesehen hatten, dachten sie an einen Scherz. Nur die Haushälterin lachte nicht. Und sie sollte Recht behalten. Denn in der folgenden Nacht starb Ralph King eines entsetzlichen Todes. Aber das war nur der Anfang. Einige Tage später. Die guten Kameraden hatten gerade auf das Andenken ihres verstorbenen Freundes angestoßen, als Mrs. Monteith mit einem zweiten Umschlag hereintrat. Er war adressiert an Stanley Rayburn, einen ehemaligen Schauspieler. Diesmal dachte keiner daran zu lachen. Sie alle hatten Angst. Und diese Angst war begründet. Auch diese Botschaft erwies sich als Ankündigung des Todes. Es vergingen 10 Tage, bevor die Leiche von Rayburn gefunden wurde. Sagen Sie, Mr. Chalmer, was war eigentlich in diesen Umschlägen? Das erste Mal 7 Apfelsinenkerne, das zweite Mal 6. Also stimmt die Zahl der Kerne mit der der noch lebenden Mitglieder überein. Etwas unheimlich, Holmes, nicht? Sieht nach Mord aus. Nicht ohne weiteres, Watson. Sie haben vorhin gesagt, dieser Club wäre ungewöhnlich. Wieso? Alle sind über 50, haben sich aus dem Geschäftsleben zurückgezogen und sind kinderlos. Vor 6 Monaten wurde der Club in London gegründet. Sofort danach fuhren sie nach Triercliff, dem Erbgut von Bruce Alistair. Er ist das älteste Clubmitglied. Ich kann daran nichts Bemerkenswertes finden. Hört sich doch alles ganz freundlich an, nicht wahr? Das Bemerkenswerteste ist, Mr. Watson, dass diese 7 Clubmitglieder etwas gemeinsam haben. Und das wäre... Vergessen Sie nicht, Watson, dass manche Leute tot mehr wert sind als lebend. Sie haben recht. Wie sind Sie darauf gekommen? Mein lieber Mr. Chalmer, bei Ihrer Gesellschaft haben alle eine Lebensversicherung abgeschlossen und wahrscheinlich bringt der Tod der beiden Männer Sie etwas in Verlegenheit. Ergo sind die Mitglieder mit einer sehr hohen Summe versichert. Ja, das ist aber noch nicht alles. Nach der Gründung Ihres Clubs haben die 7 Mitglieder ihrer Policen so geändert, dass die anderen Mitglieder die Nutznießer wurden. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf mehr als 100.000 Pfund. Das erklärt natürlich vieles. Sie haben also die Versicherungssumme von King und Rayburn bereits an die anderen überwiesen. Ja, wir pflegen sofort zu zahlen. Aber was mich am meisten beunruhigt ist... Ob die beiden Todesfälle Zufall sind oder nicht. Ja. Also? Vielleicht irre ich mich, ich habe keine Beweise, aber es wäre doch möglich, dass einer dieser Männer dabei ist, die anderen Clubmitglieder umzubringen. Um so die gesamte Versicherungssumme zu erhalten, das wäre eine Erklärung. Bravo, Watson, aber wozu die Apfelsinenkerne? Ah ja, stimmt, die Kerne. Eben. Richtiges Puzzlespiel, wie? Ja, aber hochinteressant. Kein Tabak mehr im Haus? Nach all dem kann es um das Leben mehrerer Personen gehen. Die Aussicht, plötzlich reich zu werden? Könnte einer dieser zunächst harmlos scheinenden Männer zum brutalen Mörder gemacht haben. So ist es. Sind das die guten Kameraden? Ja. Gestatten Sie mal. Na nun. Wer ist denn das da rechts? Ein Dr. Merrivell. Dr. Simon Merrivell? Soviel ich weiß, heißt er mit Vornamen Simon. Ja, er ist es. Ich übernehme den Fall, Mr. Chalmer. Watson, packen Sie Ihren Koffer, wir fahren heute Abend nach Schottland.
Schottland, Heimat meiner Vorfahren. Ein einsames Land, aber auch ein friedliches. Eine Oase nach dem Lärm von London, nicht wahr? Sagen Sie, wer ist dieser Dr. Merivale? Sie spielen also weiter den Karpfen. Sie haben noch nicht ein Wort gesagt seit London. Entschuldigen Sie, Watson, ich habe nachgedacht. Vor 20 Jahren war Dr. Merivale ein berühmter Chirurg in der Harley Street. So berühmt war er wohl auch nicht. Hab noch nie was von ihm gehört. Trotzdem war es. Am meisten machte er seinerzeit von sich reden durch den mysteriösen und nie aufgeklärten Mord an seiner Braut. Tatsächlich? Aber er verteidigte sich im Verlauf des Prozesses so brillant, dass er freigesprochen wurde. Bald danach war er von der Bildfläche verschwunden. Und jetzt denken Sie, dass er wahrscheinlich für den Tod seiner beiden guten Kameraden verantwortlich ist? Ich habe nicht gesagt, dass er es ist. Er könnte es sein. Murder is an insidious thing, Watson. Once a man has dipped his fingers in blood, sooner or later he'll feel the urge to kill again. Good gracious me. Very unpleasant. Ein Begräbnis, Holmes. Anscheinend kommen wir zu spät. Ich glaube, Sie sind ein wenig zu misstrauisch, Watson. Einer der Dorfbewohner, nicht wahr? Ja, Sir. Mr. McTavish. Rein mit dir. Du sollst doch nicht mit Fremden sprechen. Schimpfen Sie nicht mit ihr. Ich habe Sie nur gefragt, wen man heute beerdigt. Andy McTavish. Er ist von uns gegangen in der Blüte seiner Jahre. Ein Jammer ist das. Also ein junger Bursche. Ja, er war erst 72. 72? Blüte seiner Jahre nennen Sie das? So will ein Scherz sein. Kommen Sie, Watson. 72, sowas. Sowas. Nicht aufregen, Watson. Bitte, Sie wünschen, meine Herren. Ich habe telegrafisch zwei Zimmer bestellt. Auf welchen Namen? Sherlock Holmes und Dr. Watson. Ihre Zimmer sind fertig. Danke. Tragen Sie sich bitte ein. Ja, natürlich. Wollen Sie längere Zeit hierbleiben? Nein, nicht lange. Wir sind hergekommen, um Nachforschungen. Wir haben die Absicht zu jagen. Jagen? Ja, Auerhähne. Hier gibt's keine Auerhähne mehr. Schon seit über 40 Jahren. Tatsächlich? Beruhigen Sie sich, Watson. Wenn nicht anders, dann schlagen wir eben die Zeit tot. Folgen Sie mir, meine Herren. Nehmen Sie die Gewehre. Ich nehme den Koffer. Sie kommen heute Abend früher als sonst zurück, Dr. Merivale. Meine Herren, ich habe Ihnen eine große Neuigkeit mitgebracht. Unser Dorf hat gerade hohen Besuch bekommen. So? Wirklich? Wen? Mr. Sherlock Holmes. Ich habe den Namen nicht ganz verstanden. Sherlock Holmes. Oh. Sherlock Holmes? Der berühmte Detektiv? Es würde mich interessieren, was er hier in Dreerclip zu suchen hat. Ja, haben Sie vergessen, Alistair, zwei unserer Clubmitglieder sind eines gewaltsamen Todes gestorben. Ja, ja, selbstverständlich. Verdammt nochmal, müssen Sie denn hier dauernd hin und her laufen wie ein Leopard im Käfig? Ich möchte wissen, was Sie das angeht. Ich kann tun und lassen, was ich will. Simpson, Cosgrave, können wir uns denn nicht benehmen wie gute Kameraden? Ihnen geht wohl überhaupt nichts auf die Nerven, Alistair. Ach, wissen Sie, mein Guter, ich habe keine Nerven. Noch eine Frage, McGregor. Der jetzige Eigentümer des Hauses ist Bruce Alistair, nicht? Ja, ja. Der Enkel von Donald Alistair. Das war ein gerissener Bursche. Donald, der hat das Dreerclip-Haus zu einem Schlupfwinkel für Schmuggler gemacht. Aber er hat seine Strafe bekommen. Eine Kanone hat ihn zerfetzt. Das ist ja schrecklich. Und Angus Alistair, das war sein Sohn. Der fiel Kannibalen in die Hände, irgendwo in der Südsee. Die Familie wird vom Unglück verfolgt. Sie haben das Skelett von Angus gefunden und hergebracht nach Dreerclip. Aber wer dort lebt, der kommt nicht mit heilem Körper in sein Grab. In Dreerclip Haus Pukers. Sie meinen Geister? Woher denn? Nur Idioten glauben an Geister. Gespenster gibt es bestimmt nicht in Dreerclip. Wir schließen in 5 Minuten, meine Herren. Ach, das ist der Fluch der bösen Taten.
Man braucht sie in Driercliff House, Sergeant. Was ist denn passiert? Ein Mord. Diesmal ist es bestimmt der alte Alistair, was? Das weiß ich nicht. Dr. Merivale hat nichts gesagt. Mr. Holmes, wie ist es? Möchten Sie nicht mitkommen? Ja, sicher, danke. Watson? Er wird noch an meine Worte denken. Alistair ist genauso unselig gestorben wie seine Vorfahren. Guten Abend, Sergeant. Oh, Mr. Alistair. Das sind Mr. Sherlock Holmes und Dr. Watson. Ich habe mir erlaubt. Mr. Holmes, Dr. Watson, das ist ja großartig. Ich bin sehr erfreut. Bitte kommen Sie doch, meine Herren. Ich darf vorangehen. Herzlich willkommen in Driercliff House. Und wo ist die der Tote? Folgen Sie mir. Im Heizungskessel. Im Heizungskessel? Ja, der arme Davies. Er ist völlig verbrannt. Völlig verbrannt? Hören Sie, Holmes, dieser Mörder muss ja ein Ungeheuer sein. Zumindest ist er konsequent. Konsequent? Ja, er hält sich an die Legende von Driercliff. Wie uns MacGregor eben sagte, wer dort lebt, kommt nicht mit heilem Körper ins Grab. Wenn Sie mir folgen wollen, meine Danke. Herren. Hier entlang. Geradeaus. Da wären wir. So. Diese Herren sind gekommen, um sich den Toten anzusehen. Warum führen Sie sie nicht in den Keller? Oh nein, Dr. Merivale. Sie fanden den Toten. Demnach ist das Ihre Aufgabe. Ja, richtig. Also, Sie sind Sherlock Holmes, nicht wahr? Der bin ich. Und hier mein Freund und Kollege Dr. Watson. Angenehm. Sehr erfreut. Sie sind mir nicht unbekannt. Ich verfolge Ihre Tätigkeit schon seit Jahren. Kriminalromane sind meine Leidenschaft. Ich bin überrascht und erfreut zugleich. Die Freude glaube ich Ihnen vielleicht, aber nicht die Überraschung. Sie haben mich heute Nachmittag im Gasthof gesehen. Allerdings. Mr. Alan Cosgrave und Captain Simpson. Sehr erfreut. Angenehm. Eine traurige Geschichte, Mr. Holmes. Wir alle mochten Guy Davies sehr. Davies, der so tragisch verunglückt ist. Aber wenn er völlig verbrannte, woher wussten Sie, dass er es war? Wer sonst? Er ist der Einzige, der fehlt. Außerdem habe ich ihn an seinen Manschettenknöpfen identifiziert. Sie können sich selbst überzeugen. Folgen Sie mir bitte. Danke. Armer Kerl. Eine Frage hätte ich, Dr. Merivale. Hat Mr. Davies die Kerne auch während des Abendessens erhalten? Ach, Sie haben schon davon erfahren? Sie scheinen gut informiert zu sein über unsere Angelegenheiten, Mr. Holmes. Tatsache ist, Davies hat heute Abend nicht mit uns gegessen. Hat er Ihnen gesagt, dass er fortbleiben wollte? Nein. Nein, das hat er nicht. Mrs. Monteith war sehr aufgebracht darüber. Bitte entschuldigen Sie mich, meine Herren. Dr. Watson, warum ist Mr. Holmes so plötzlich weggegangen? Ich habe keine Ahnung. Tja, Sie werden es schon erfahren, Sir, wenn es soweit ist. Sie haben mir nichts zu sagen, Mrs. Monteith. Wieso ich? Ja, Sie. Bitte geben Sie ihn mir. Den Umschlag für Mr. Guy Davies. Danke. Diesmal sind es fünf. Woher wussten Sie, dass Sie ihn hat? Kein Problem, lieber Watson. Weil Davies am Abendessen nicht teilnahm, konnte Mrs. Monteith ihm diesen Umschlag nicht überbringen. Tja, natürlich. Kein Problem. Wo haben Sie ihn gefunden? Man hatte ihn unter der Tür durchgeschoben, wie die anderen. Danke, Mrs. Monteith. Das wäre alles. Woher stammen diese Umschläge, Mr. Holmes? Wer schickt sie uns? Gibt es jemanden, der sich an Ihnen rächen will? Haben Apfelsinenkerne für einen von Ihnen eine besondere Bedeutung? Ja? Ich glaube, dass ich irgendwo mal gelesen habe, dass bei einigen Stämmen des polynesischen Archipels Kerne von Apfelsinen Unglück bringen. Ein Ruf des Jenseits. Tatsächlich? Sergeant? Ja, Sir? Ich möchte Sie bitten, Scotland Yard anzurufen. Aber hier, wir hatten noch nie ein Telefon in Driercliff House. Nein, das schafft nur Unruhe. Ich kann nachher vom Dorf aus anrufen, Sir. Ist gut. Man hat nicht oft Gelegenheit, sich mit so interessanten Menschen zu unterhalten. Wir kommen gleich nach, Sergeant. Mr. Holmes, wenn Sie jetzt nicht mit dem Sergeant gehen, kommen Sie heute Nacht nicht mehr ins Dorf zurück. Aber natürlich, Mr. Holmes. Warum wollen Sie wieder in Ihr Wirtshaus? Dort ist es so ungemütlich. Wir haben Zimmer genug und Sie hätten es viel bequemer. Ich dachte, wir sind hergekommen, um unter uns zu sein. Wir möchten Ihnen keine Umstände machen. Oh, ich stelle es mir sehr, sehr nett vor, so bekannte Männer als Gäste zu haben. Vielen Dank. Sicher haben die Herren im Dorf Wichtigeres zu tun. Bitte, Mr. Holmes, wir bestehen darauf.
Ich finde die Idee von Alistair einfach großartig, nicht wahr, Gentlemen? Das ist Ihre Meinung, Cosgrave. Beruhigen Sie sich, Simpson. Wir sind doch schließlich Freunde, nicht wahr? Oder etwa nicht? Guy Davis war auch ein Freund von uns. So wie King und Redman. Sie müssen bleiben, Mr. Holmes. Sie und Mr. Watson. Wir bringen Sie gut unter. Haben Sie etwas dagegen, Dr. Merrivale? Nur ein Sturm im Wasserglas, Mr. Holmes. Selbstverständlich sind Sie willkommen. Aber jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich bin ein wenig müde. Gute Nacht. Was sagen Sie, Captain? Ich bin natürlich auch einverstanden. Sie bleiben also, meine Herren? Wir bedanken uns, Mr. Alistair. Sehr nett von Ihnen. Sergeant, lassen Sie unsere Sachen hierher schaffen. Ja, sofort, Sir. Das ist ja großartig. Mrs. Monteith wird gleich Ihre Zimmer in Ordnung bringen. Mr. Holmes, ich muss Ihnen sagen, dass ich viel ruhiger bin, seit Sie und Dr. Watson hier im Hause sind. Sehr liebenswürdig von Ihnen, Mr. Cosgrave. Und wissen Sie, wenn es Ihnen nichts ausmacht, verständigen Sie mich, falls Sie etwas entdecken. Ich wäre glücklich, Ihnen helfen zu können. Mir liegt viel daran, dass diese fürchterliche Geschichte aufgeklärt wird. Ich komme darauf zurück, Mr. Cosgrave. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Nun, was meinen Sie dazu, Watson? Meiner Ansicht nach war es Dr. Merrivale. Haben Sie seine Augen gesehen? Diesen eigenartigen Blick. Das kann aber auch durch starke Kurzsichtigkeit begründet sein. Kompliziert durch Astigmatismus. Und an wen denken Sie? Im Augenblick verdächtige ich niemanden und jeden. Sie meinen also, Dr. Merrivale ist der Mörder? Ja, ja, Merrivale. Mhm. Und was ist mit Captain Simpson? Simpson? Ach, ich verstehe Sie schon, Holmes. Wirklich? Na, er ist ein aggressiver Typ und hat ein loses Maul. Ihm war es auch nicht recht, dass wir hier blieben. Er war sogar dagegen. Sie haben recht, Watson. Und wen haben Sie sonst noch in Verdacht? Vielleicht den alten Alistair. Und wie kommen Sie darauf, dem Hausherrn zu misstrauen? Er ist zu gut, um echt zu sein. Hä? Was suchen Sie denn nun schon wieder? Wenn ich das nur selber wüsste. Manche Leute haben doch einen fürchterlichen Geschmack. Oder sind sehr wissensdurstig. Also, Holmes, einer von Ihnen hat bestimmt nichts damit zu tun. Wer? Cosgrave. Warum Cosgrave? Weil er beinahe schlotterte vor Angst. Ihm lag viel daran, dass wir hier übernachten. Ja, ich verbürge mich für Cosgrave. Mrs. Monteith kommt gleich herunter und zeigt Ihnen Ihre Zimmer. Ich wollte Ihnen nur noch schnell gute Nacht sagen. Oh, danke. Ich hoffe, Sie werden gut schlafen. Gute Nacht. Übrigens, Mr. Alistair, können Sie uns noch sagen, wer den Vorschlag gemacht hat, die Versicherungspolicen so zu ändern, dass die anderen Clubmitglieder nützlicher wurden? Da muss ich einen Moment überlegen. Ach ja, natürlich, der gute Elm. Elm? Elm Cosgrave, ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Cosgrave, ich hatte ihn von Anfang an im Verdacht. Ja, ja, ich entsinne mich. Wie wäre es mit einer Pfeife vor dem Schlafengehen? Schlafen. Ich werde kein Auge zumachen können in diesem Haus. Ihre Zimmer sind jetzt fertig, meine Herren. Wo ist denn unser lieber Freund Dr. Watson? Er war gestern Abend sehr müde und schläft wohl noch. Unsere Betten sind ja auch sehr bequem. Wollen Sie Ihren Marathonlauf nicht beenden? Ihr Leibwächter ist ja jetzt hier. Simpson, Sie dürfen Cosgrave doch nicht dauernd foppen. Sie wissen doch, wie empfindlich er ist. Das müssen Sie ignorieren. Wie Alistair. Danke. Oh, Singapur. Hm? Die Tätowierung, nein. Diese hier werden Sie nicht kennen, aber die hier. Ah ja, ja, die ist wirklich gut. Und ganz bestimmt aus Singapur. Richtig, Mr. Holmes. Sie kennen sich gut aus in Tätowierungen. Ich interessiere mich für viele Dinge. Guten Morgen, mein Herr. Entschuldigen Sie die Verspätung. Ich habe schlecht geschlafen. Schlecht geschlafen, aber umso besser geschnarcht. Verleumdung. Haben Sie Streichhölzer, Mr. Watson? Ja, hier. Eine sehr gute Idee. Es gibt, weiß Gott, nichts Besseres als die erste Pfeife am Morgen. Darf ich hier mal probieren?
Nein, vielen Dank, dann nehme ich doch lieber meinen. Ah, was ist das? Seegras? Havanna, nicht wahr? Ja, versüßt mit Jamaika rum. Ich nehme an, Sie kommen selten in die Verlegenheit, anderen Leuten Tabak leihen zu müssen. Niemand außer ihm raucht dieses fürchterliche Kraut. Das überrascht mich nicht. Um Gottes Willen. Einen Moment, bitte. Was ist denn? Nur eine Nadel. Wer hat die in meinen Sessel gesteckt? Das ist keine gewöhnliche Nadel. Dieser Fleck auf meinem Taschentuch lässt auf eine unerfreuliche Möglichkeit schließen. Kann ich mal das Glas haben? Ja, bitte. Wir werden ja sehen. Danke. Wie ich mir dachte, löst sich nicht auf in Alkohol. Was ist es also? Nach dem Fleck in meinem Taschentuch zu urteilen und dem milchigen Niederschlag im Alkohol, würde ich sagen, ein Derivat aus der Tropizin. Pyratropizin vielleicht? Sehr richtig, Dr. Merivale. Ein tödliches Gift. Sie haben noch mal Glück gehabt, Simpson. Wenn nur ein Tropfen davon in die Blutbahn kommt, bedeutet das den sofortigen Tod. Zu dieser Stunde ist es bei uns Brauch, der toten Freunde zu gedenken. Sie entschuldigen also, meine Herren. Wir verstehen das sehr gut, Dr. Merivale. Lassen Sie sich bitte nicht stören. Danke. Liebe Kameraden, unser guter Freund Guy Davis ist für immer von uns gegangen. Wir, die wir zurückgeblieben sind, wollen unser Glas leeren auf unseren teuren Kameraden. Wir werden ihn wiedersehen in einer besseren, glücklicheren Welt. Einen Moment. Es hat so einen komischen Geruch. Erlauben Sie, Captain Simpson? Riecht eindeutig nach bitteren Mandeln. Bitteren Mandeln? Blausäure, wie? Blausäure, sagen Sie? Wer würde denn so etwas tun? Wer? Ein Glück, dass ich aus meinem Glas nicht getrunken habe. Also, was haben Sie mir zu sagen? Wer mir an den Kragen will, der wird das bereuen. Wäre es nicht besser, wir vertagen uns? Ich meine, das... Wir müssen doch unseren Toast ausbringen, Alistair. Glauben Sie nicht, es wäre gefährlich? Ist doch absurd, ich bitte Sie. Dann nehmen Sie mein Glas. Ich versichere Ihnen, da ist kein Gift drin. Danke. Danke, Dr. Merivale. Auf unseren dahingeschiedenen Kameraden. Ja, für Sie, Mr. Cosgrave. So steht es jedenfalls auf dem Umschlag. Es ist also soweit. Haben Sie diesen Umschlag auch so erhalten wie die anderen? Ja. Wann? Er wurde unter der Tür durchgeschoben, als Sie alle hier zum Abendessen waren. Danke. Eins wäre damit erwiesen. Es war niemand von uns. Woher wollen wir wissen, dass sie ihre Finger nicht dabei im Spiel hat? Mrs. Monteith? Ja. Das ist absurd, Cosgrave, völlig absurd. Sie ist immer bei uns gewesen, Zeit ihres Lebens. Tut mir leid, aber das ist für mich nicht gerade eine Empfehlung. Mr. Holmes, wann erwarten Sie den Mann von Scotland Yard? Inspektor Lestrade, er trifft sicher noch morgen früh ein. Wenn er nicht im falschen Zug sitzt. Hoffentlich haben Sie recht, Mr. Holmes. Hoffentlich. Oh Gott, der ist völlig mit den Nerven runter. Dr. Merivale. Könnten Sie nicht etwas für ihn tun? Ich könnte heute Nacht das Zimmer mit ihm teilen. Ja, das ist eine ausgezeichnete Idee. Und ich werde dann im Zimmer gegenüber schlafen. Das scheint mir eine gute Lösung zu sein. Wenn einer den anderen beschützt, kann niemandem etwas passieren. Richtig. Hoffen wir also das Beste. Kommen Sie, Merivale. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja. Gute Nacht. Sagen Sie, Holmes, haben Sie den Verstand verloren? Cosgrave hat eben die Kerne bekommen. Sie lassen zu, dass Merivale im selben Zimmer schläft. Das ist schon in Ordnung. In Ordnung? Und wer hindert Merivale daran, ihn im Schlaf zu töten? Ich glaube nicht, dass er so unklug ist, sich selbst den Strick um den Hals zu legen. Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Dadurch wird der Kreis der Verdächtigen kleiner, nicht wahr? Captain Simpson scheidet schon aus. Wieso? Das liegt doch auf der Hand. Der Mörder hat ihn heute zweimal umbringen wollen.
Unsinn, mein lieber Watson. Niemand hat ihn umbringen wollen. Und die vergiftete Nadel, die wir beide gesehen haben? Captain Simpson bemerkte sie auch. Und zwar von der Stelle aus, wo Sie jetzt stehen. So, was ist daran so Besonderes? Sehen Sie jetzt eine Nadel? Nein. Trotzdem ist eine da. Großer Gott, wie kommt sie dahin? Die habe ich dort reingesteckt, kurz bevor wir zum Abendessen rübergingen. Sie haben sie nicht bemerkt, trotz Ihrer berühmten Adleraugen. Man hätte ein Fernglas haben müssen, um sie von da aus zu erkennen. Sicher? Sie behaupten Simpson. Ja, aber dann das Gift in seinem Glas. Ach was, da war gar kein Gift drin. Und der auffallende Geruch nach bitterem Mandel? Es war genau das drin, wonach es roch. Bitter Mandeltropfen. Woher wissen Sie das? Weil ich sie selbst in sein Glas getan habe. Was, Sie? Ja, aber wieso? Um seine Reaktion zu sehen. Sie war völlig anders als die von heute Morgen. Die erste war gespielt. Die zweite verriet echte Furcht. Daraus schließe ich, dass er die Nadel selbst dort hineingesteckt hat. Warum denn? Es gibt mehrere Erklärungen dafür. Die einfachste wäre, den Verdacht von sich abzulenken. Also, Sie glauben, dass Simpson der Mörder ist? Ich habe keine Ahnung, Watson. Ziemlich kompliziert, der Fall. Statt zu wenig Indizien haben wir diesmal zu viele und auch zu viel Verdächtige. Das Bild des Puzzlespiels nimmt immer mehr Gestalt an. Aber die Stücke passen noch nicht zusammen. Soweit ist alles klar, Holmes. Skrupellos beseitigt der Mörder einen nach dem anderen, um das Geld von der Versicherung für sich allein zu haben. Bitte, das Motiv. Und die Kerne, wo kommen die her? Na ja, der Mörder hat eben einen Komplizen, der sie bringt. Warum? Wer warnt denn sein Opfer, bevor er es umbringt? Nein, nein, Watson, das reimt sich nicht zusammen. Das heißt also, wir schwimmen, Holmes, mitten im trüben Wasser. Zu trübe. Jemand scheint es immer wieder aufzurühren. Und was glauben Sie, warum er das macht? Um uns irre zu führen. Hier ist ein intelligenter Kopf am Werke. Kalt, berechnend. Der ist schwer aufzuhalten. Können Sie etwas anderes rauchen? Das riecht nach alten Socken. Starker Tabak hindert mich am Einschlafen. Nehmen Sie auch etwas davon. Wir haben eine lange Nachtwache vor uns. Nein, danke. Ich brauche diese stinkende Kraut nicht, um mich in diesem Haus wach zu halten. In diesem Haus des Schreckens. Setzen Sie sich doch. Warum stehen Sie? Paffen können Sie auch im Sitzen. Sie raufgekommen sind. Holmes! Hilfe, Holmes! Hierher, schnell! Watson! Watson, alles in Ordnung? Ja, ja. Das hat nicht viel gefehlt. Was ist passiert? Ich habe nichts gesehen. Ich war etwas eingeschlafen. Jemand wollte mich umbringen. Er kam von hinten. Bitte hier entlang, Inspektor Lestrade. Haben Sie vielen Dank, gute Frau. Was? Was Sie, Mr. Holmes und Dr. Watson? Ja, weshalb sind Sie... Schon da, Inspektor. Ja, was geht denn hier vor? Jemand hat versucht, Dr. Watson umzubringen. Ja, wer denn zum Teufel? Wenn wir das wüssten, Lestrade, könnten wir nach Hause fahren. Ja. Von jetzt an wird Scotland Yard die Sache in die Hand nehmen. Alles durchsuchen, Blieger. Gut, Inspektor. Mr. Holmes, ich habe Angst, Crossley und Maribel ist etwas passiert. Was? Ihre Zimmer ist abgeschlossen und Sie antworten nicht. Was geht hier eigentlich vor? Hoffentlich ist Ihnen nichts zugestoßen. Haben Sie einen Dietrich bei sich? Ja. Moment. Watson! Lestrade, helfen Sie mir. Wir legen ihn auf das Bett. Haben Sie ihn? Ja. Der arme Maribel. Ist der schwer verletzt? Scheint so. Er hat eine Wunde am Kopf. Was ist? Sie dürfen jetzt nicht reden, Doktor. Liegen Sie ruhig. Mrs. Monteith! Steriles Verbandzeug in eine Schüssel heißes Wasser. Wie ist das passiert? In dem Zustand können Sie nicht verhören, Inspektor. Wen haben Sie in Verdacht, Mr. Holmes? Ich weiß es nicht, Lestrade. Passt aber zu dem Überfall auf Dr. Watson. Damit wollte man mich ins Erdgeschoss hinunterlocken. Wo ist Cosgrave? Hey, warten Sie, den nehme ich mir vor.
Ich habe den Eindruck, dass dieser Cosgrave, wo immer er steckt, unser Mörder ist. Dr. Merrill hat er jedenfalls nicht umgebracht. Er ist noch am Leben. Ja. Das ist er allerdings. Aber das wird mich nicht hindern, diesem Cosgrave einige Fragen zu stellen. Ich wage es zu bezweifeln, dass Sie Cosgrave finden. Jedenfalls nicht lebend. Oh, was geht denn hier eigentlich vor? Ich fürchte, Holmes hat recht, Inspektor. Psst. Der arme Cosgrave. Wahrscheinlich ist er tot. Ermordet wie die anderen. Ermordet? Oh Gott. Was interessiert Sie so an dem Strick, Mr. Holmes? Ich habe mir den Knoten angesehen, Lestrade. Ein Doppelter, wie Seeleute ihn zu machen pflegen. Seeleute? Simpson. Simpson? Captain Simpson. Aber nein, 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 das ist unmöglich. So, und warum ist das unmöglich? Mr. Alistair, wo ist Captain Simpson? Er war auch nicht in seinem Zimmer. Ich habe reingesehen, als ich Cosgrave und Merrivale wecken wollte. Ja, dann hat also niemand heute Morgen diesen Simpson gesehen. Ich habe ihn gesehen, als er durch den Garten ging, Inspektor. Vielleicht vor 15 Minuten. Na also, endlich ein Hinweis. Zeigen Sie mir den Weg nach draußen. Wie bin ich hier reingekommen? Verflucht nochmal, was geht hier eigentlich vor? Haben Sie hier irgendwo Sprengstoff? Ja, ein wenig Dynamit haben wir vorrätig. Im Schuppen neben der Garage. Wozu brauchen Sie denn Dynamit? Oh, wenn uns ein Felsen stört, dann sprengen wir ihn weg. Es wird nicht leicht sein, Holmes, ihn zu identifizieren. Sicher ist es der arme Ellen. Gehörte Cosgrave, nehme ich an. Ich glaube, das ist der Ring, den er trug. Ja, da besteht nicht der geringste Zweifel. Hören Sie, was wollte er mit dem Dynamit? Morgens noch vor dem Frühstück. Aber woher soll ich das wissen? Ach, wie furchtbar. Es ist meine Schuld. Ich hätte es hier nicht aufbewahren dürfen. Sie brauchen sich keine Vorwürfe zu machen. Der Tote wurde hergetragen. Dort. Die tiefen Fußspuren beweisen es. Ich verstehe. Cosgrave wurde erst niedergeschlagen und dann in den Schuppen gebracht. Und den hat man in die Luft gejagt. Ja, diese Person hat eine schwere Last auf den Armen getragen. Moment. Wer sind Sie? Mein Name ist Simpson. Captain Simpson. Ich bin Inspektor Lestrade von Scotland Yard. Was wissen Sie über diesen Mord? Ich habe gerade einen kleinen Spaziergang durch den Garten gemacht, als ich Cosgrave da hineingehen sah in den Schuppen. Könnte ich Ihre Schuhe mal mit einer dieser Spuren vergleichen? Sie verdächtigen mich, Inspektor. Sage ich Ihnen in einer Minute. Stellen Sie Ihren Fuß auf eine dieser Spuren. Nicht doch, Lestrade. Vergleichen Sie die Schuhe der hier Anwesenden. Dann werden Sie sehen, dass die Spuren viel zu groß sind. Niemand von uns hat so große Füße. Mit Ausnahme von Ihnen, Lestrade. Hören Sie, Doktor, ich finde das gar nicht komisch. Captain Simpson, wie kam es, dass Sie gerade hier im Garten waren, als der Schuppen explodierte? Ich konnte nicht schlafen und ging deshalb ein wenig spazieren. Verstehe. Was wissen Sie über diesen Knoten, Captain? Ein Schifferknoten natürlich. Und den haben Sie wahrscheinlich vorher nie gesehen. Teufel nochmal, worauf wollen Sie hinaus? Dieser Knoten ist der Schuldbeweis für den Mörder. Vielleicht ist er gar nicht so weit weg vom Arm der Gerechtigkeit, und zwar in diesem Moment. Ach, kommen Sie, Lestrade. Das ist kein Beweis. Das ist überhaupt nichts. Praktisch könnte jeder solch einen Knoten machen. So? Sie auch? Ja, glaube ich allerdings, Lestrade. Bitte sehr. Tatsächlich. Ein ziemlich verknotetes Problem. Wenn Sie gestatten, meine Herren, Captain Simpson und ich möchten jetzt die Vorbereitungen treffen für die Beerdigung unseres Freundes. Kommen Sie, Simpson. Ich frage mich, wer von den drei übrig gebliebenen guten Kameraden der Nächste ist, der die Apfelsinenkerne bekommt. Kerne von Apfelsinen? Möchte mir nicht bitte schön einer sagen, worum es hier eigentlich geht? Wo bleibt denn das verflixte Weib mit unserem Brandy? Mrs. Monteith! Na endlich! Wurde auch höchste Zeit. Wir wollen mit der Zeremonie anfangen. Was soll jetzt werden, Inspektor? Was werden Sie tun? Wegen der Apfelsinenkerne. Verlieren Sie nur nicht gleich die Nerven. Wir werden Sie beschützen. Holmes wollte auch Cosgrave beschützen und jetzt ist er tot. Aber nun macht das Scotland Yard. Kommen Sie mit mir, mein Lieber. Einen Moment bitte, Simpson. Wir haben noch nicht unseren Toast ausgebracht auf die Toten. Zum Teufel mit den Toten. Von jetzt an denke ich nur an mich selbst. Bitte bleiben Sie ganz ruhig.
Sagen Sie, Holmes. Ach, Sie, Inspektor. Bin völlig mit den Nerven fertig. Ich wollte nur nachsehen, ob Sie hier gut untergebracht sind. Glauben Sie, dass ich hier sicher bin? Wie in der Bank von England. Von jedem Winkel aus werden Sie bewacht. Auf der Terrasse Sergeant Bleeker. Ja. Unsichtbar, aber ständig auf dem Sprung. Während sich in den Büschen draußen der hiesige Sergeant versteckt hat, bereit bei dem geringsten Zeichen Ihnen zu Hilfe zu eilen. Das ist gut, Inspektor. Und ich für meine Person überwache hier unten die Halle. In der Hoffnung, dass der Mörder direkt an mir vorbeikommt. Kein Grund zur Sorge. Das scheint alles gut organisiert zu sein, aber trotzdem ist mir nicht wohl. Schalten Sie ab und schlafen Sie weiter. Scotland Yard kümmert sich um den Rest. Gute Nacht. Gute Nacht, Inspektor. Hände hoch! Was? Mr. Holmes, Sie wollen also Wache halten, Lestrade. Aber wie kommen Sie darauf, dass ich Wache halten will? Mein lieber Freund, Sie hatten eine geheime Besprechung mit Captain Simpson und haben ihn danach ins Bett geschickt, woraus ich schlussfolgere, dass Sie eine Falle stellen wollen. Ah. Wo haben Sie die Stiefel gefunden? Da, in dem Schrank. Ich hatte sie schon den ganzen Tag gesucht. Komisch, vor einer Stunde waren sie noch nicht da. Tatsächlich. Sie müssten genau mit den Spuren von heute Morgen übereinstimmen. Sie haben es erraten, Inspektor. Beachten Sie die Erde. Eine besondere Art von tonhaltiger Erde. Fertig, Holmes. Ja, Watson. Wie denken Sie über einen kleinen Spaziergang am Strand? Nein, danke. Sie und Mr. Watson, Sie können von mir aus an den Strand gehen und buddeln. Aber ich bleibe lieber hier und warte auf den Mörder. Viel Glück. Bitte. Falls Sie Angst kriegen, wissen Sie ja, wo wir sind. Sehen Sie mal, Fußspuren. Sind noch ziemlich frisch. Und ob, Watson? Muss der große Fuß sein. Haben Sie Ihren Revolver? Ja. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Bald kommt die Flut. Mal sehen, wo Sie hinführen. Moment. Hier ist er stehen geblieben. Und hat sich eine Pfeife angesteckt. Sehen Sie die Tabakreste und das abgebrannte Streichholz. Hier ist er weitergegangen. Nanu. Was ist denn? Noch eine zweite Fußspur. Der große Fuß hat Gesellschaft bekommen. Ja, von einem kleineren. Sind zusammen weitergegangen. Einer neben dem anderen. Und zwar ziemlich langsam, nach der Länge der Schritte zu urteilen. Dort. Der Kleine ist wieder die Felsen hochgestiegen und der Große allein weitergegangen. Oh. Irgendetwas stimmt da nicht. Die Spuren hören plötzlich auf. Vorsicht! Nochmal, Holmes, das galt uns. Zweifellos. Naja, hier haben wir nichts mehr zu tun. Ich habe das unangenehme Gefühl, man braucht uns in Dreadcliffe aus. Niemand hat so große Füße mit Ausnahme von Ihnen, Lestrade. Die sollen mir passen. Halt! Was soll denn das? Wer hat Ihnen erlaubt, die Tür abzuschließen? Sergeant Bleeker! Bleeker! Machen Sie auf! Sie sollen aufschließen, verdammt nochmal! Bleeker! Wo sind Sie? Aufmachen! Bleeker! Was ist denn? Och, Mr. Holmes. Wo ist Simpson? Er ist in... Wieso? Er ist weg. Als ich ihn verließ, lag er auf der Couch. Was ist passiert? Jemand hat mir eins über den Schädel gegeben. Haben Sie ihn gesehen? Wen? Den Mörder, Sie verdammter Idiot! Den Mörder und sein armes Opfer, Captain Simpson! Alles, was ich gesehen habe, waren Sterne. Ihrer Theorie nach hat der Mörder das Fenster eingeschlagen und Captain Simpson mitgenommen. Das ist keine Theorie, das ist offensichtlich. Und wie erklären Sie sich, dass keine Glasscherben auf dieser Seite des Fensters sind? Ja, tatsächlich, so ist es. Also wurde das Fenster von innen eingeschlagen. Wenn wir Sie bei der Hand nehmen, machen wir vielleicht nur einen Detektiv aus Ihnen.
Sagen Sie, was ist denn passiert? Captain Simpson scheint verschwunden zu sein. Von wegen verschwunden. Geflohen ist er. Wir haben doch bemerkt, wie er sich gefürchtet hat. Den Eindruck wollte er bei uns erwecken. Hier hätte ihm nichts passieren können und das wusste er ganz genau. Von Anfang an bemühe ich mich, Ihnen das beizubringen. Er allein ist der Mörder. Das ist ja fürchterlich. Captain Simpson? Er soll ein Mörder sein? Machen Sie sich keine Sorgen, Mr. Alistair. Wir haben ihn hinter Schloss und Riegel, bevor er noch einen Mord begehen kann. Nein. Sie werden ihn finden wie die anderen. Tot, Inspektor. Beruhigen Sie sich, meine Herren. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass wir Captain Simpson verhaften. Er kann nicht weit sein. Meine Leute werden ihn schon erwischen. Wissen Sie, dieser Fall erinnert mich an einen, der ähnlich lag, als ich die kriminelle Tätigkeit eines gewissen Professors Melander beendete. Die haben Sie beendet? Ich glaube, für Mr. Holmes... Ja, natürlich. Mr. Holmes hat mich ein wenig unterstützt. Wir haben ihn, Inspektor. Na, was habe ich Ihnen gesagt? Wo ist er? Unten am Strand. Tot? Ja, Sir. Tot? Wie konnten Sie das wissen, Mr. Das war nicht schwer zu erraten, Lestrade. Die Stücke des Puzzlespiels fangen an zusammenzupassen. Der Körper war wie immer verstümmelt. Ja, Mr. Holmes. Was wir fanden, war ein Torso. Merken Sie, wie man die Legende respektiert, Watson? Ja, ja. Niemand kommt mit heilem Körper in sein Grab, was? Genau. Großer Gott. Armer Simpson. Aber Moment mal. Wenn Sie nur einen Torso gefunden haben, woher konnten Sie dann wissen, dass es Ihr Mann war? Ganz einfach, Lestrade. Der Sergeant hat die Leiche an der Tätowierung identifiziert. Ein Schiff auf der Brust. So ist es, Mr. Holmes. Tätowiert? Woher wussten Sie, Bleeker, dass er sich einen Dampfer auf die Brust hatte malen lassen? Ich hab's dem Sergeant gegenüber erwähnt, als ich ihm den Flüchtigen beschrieb. Das heißt, den wir für einen Flüchtigen hielten. Na schön, Bleeker, gehen Sie jetzt wieder runter zum Strand. Ja, Sir. One thing more, Sergeant. You say that the body had no arms, no head and no legs. Was it a messy job? Oh, no, sir. Very neat, I should say. Clean as a whistle. Just as if it was done by a... By the skilled hands of a surgeon? Yes. Yes. Inspektor Lestrade soll ich Ihnen geben. Was? Aber... Erlauben Sie, Inspektor. Bitte, Watson. Danke. Beruhigen Sie sich, lieber Freund. Keine Apfelsinenkerne. Im Moment, das ist eine persönliche Nachricht für mich. Inspektor Lestrade, ich muss Sie sprechen wegen des Geheimnisses von Wycliffe. Bitte kommen Sie zu mir in meinen Laden und zwar so schnell wie möglich. Alec McGregor. McGregor? Der Tabakwarenhändler. Wo ist der Laden? Neben dem Wirtshaus. Gut, ich gehe sofort hin. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich mitkomme? Nein, Mr. Holmes. Wenn Sie der Meinung sind, Sie können mir helfen? Ich werde auch Nein, mitkommen. Sie bleiben hier, Watson. Es gibt nur noch zwei Clubmitglieder. Deren Sicherheit hängt von Ihnen ab. Sie können sich auf mich verlassen. Würden Sie mir bitte den Wein rüberreichen, Mr. Alistair? Einen Moment bitte. Lassen Sie uns durch. Das habe ich befürchtet. Zu spät. Tot? Ja, Sir. Beschlossen. Woher wussten Sie, dass wir zu spät kommen? Weil wir nicht die Ersten waren, die McGregors Brief gelesen haben. Hä? Sehen Sie, Lestrade, der Umschlag wurde über Dampf geöffnet und dann wieder zugeklebt. Gottverdamme, Tatsache. Der arme Kerl hat sicher zu viel gewusst. Haben Sie den Arzt schon angerufen, Sergeant? Er ist unterwegs, Sir. Wie gut. Sie werden keine finden. Was meinen Sie? Die Apfelsinenkerne. Warum nicht? Ist das nicht charakteristisch für die Drehkliff-Morde? Sie haben schon recht, aber dieser Mord hier weicht völlig ab von den anderen. Denen lag ein vorgefasster Plan zugrunde, aber dieser wurde durch eine plötzliche Notwendigkeit bestimmt und war nicht vorauszusehen. Bitte nochmal, Mr. Holmes. Und schön langsam. Ich meine damit, dass ich anfange, klar zu sehen. Na, für mich bleibt alles dunkel. Ich ziehe eine solide und reine Wahrheit vor und präzise Fragen. Hat jemand den Schuss gehört, Sergeant? Ja, ich, Sir. Wissen Sie etwas von einem Brief Ihres Vaters an Inspektor Lestrade? Ich? Nein, Sir.
Hat er das Haus heute Abend überhaupt verlassen? Ja, Sir. Er wollte zu den Jenny Lobster Ports. Unten zu den Fischern von Dreercliff. Er kam erst nach Einbruch der Dunkelheit zurück. Moment, jetzt lassen Sie mich erst mal fragen. Hat jemand Ihren Vater noch abends besucht, nachdem er nach Haus gekommen war? Nein, ich habe niemanden gesehen, Sir. Erzählen Sie, was eigentlich geschehen ist. Ich war in der Küche. Da hörte ich den Schuss. Ich rannte hierher und fand meinen Vater. Es tut mir leid, mein Kind. Wir werden Sie nicht weiter behelligen. Danke. Dieser Fall wird von Minute zu Minute verworrener. Wir wissen jetzt genauso wenig wie vorher. Gegenteil, lieber Lestrade. MacGregor hat heute Nacht etwas in Dreercliff gesehen und deshalb musste er sterben. Hä? Gehen wir lieber zurück, so schnell wie möglich. Wären wir bloß in der Baker Street geblieben. Schon wieder einer umgebracht werden. Hier kommt man ja nie zur Ruhe. Miribel! Sind Sie da? Bei so einem Wetter. Alistair! Mr. Alistair! Hm. Auch weg. Mr. Alistair! Sie, Alistair. Offen? Wieso denn? Sie zugemacht. Und der Sessel steht woanders. Hm.
Bewegung, ohne... Sie bewegen sich, ich habe sie gewarnt. Was haben Sie davon? Stehen bleiben! Pardon, ich bin keine Katze. Wer ist da? Watson, was ist los mit Ihnen? Holmes, Gott sei Dank, Sie kommen zur rechten Zeit. Sie hatten das Haus umzingelt, Sie hat mich völlig eingekreist. Sie? Etwa der da? Eine leere Rüstung? Das ist mir aber peinlich. Der Sturm hat mich ganz verwirrt. Ach, ich vergesse, da war doch noch was. Alistair und Merivale sind verschwunden. Was? Nein, nur das nicht. Sie sind nicht in Ihren Zimmern. Kommen Sie, überzeugen Sie sich selbst. Ist irgendetwas, meine Herren? Haben Sie dieses Zimmer verlassen, seit Sie hinaufgegangen sind? Natürlich nicht. Ich habe gelesen. Was? Was ist passiert? Überhaupt nichts, Doktor. Bitte entschuldigen Sie. Gelesen. So, dann gehen wir mal in Ellers das Zimmer. Sie werden sich wundern. Diesmal würde ich lieber anklopfen. Ja, rein. Aha. Was ist denn? Hatten Sie Ihr Zimmer verlassen, Mr. Alistair? Ja, aber nur für ein paar Minuten. Ich war unten in der Küche. Ein Glas kalte Milch trinken, Gentlemen. Milch? Ja, sie ist so wunderbar erfrischend. Kalte Milch. Wir wollen nicht stören. Von wegen. Glauben Sie mich, der lügt, Holmes. Ich nehme an, Sie waren das Opfer einer Halluzination. Niemals. Im Übrigen heißt es Halluzination. Außerdem hatte man Sie ja noch umzingelt. Im Erdgeschoss. Jedenfalls waren Sie nicht in Ihren Zimmern, das weiß ich genau. Mrs. Monteith? Ich hatte im oberen Stockwerk Lärm gehört und dachte, der Mörder sucht wieder ein neues Opfer. Was wollen Sie denn mit diesem schlechten Wein? Sie brauchen keine Angst mehr zu haben. Gut, dann lege ich mich wieder in mein Bett. Keine schlechte Idee. Mir reicht es auch für den ersten Tag. Mrs. Monteith, noch eine Frage. Dieser Umschlag für Inspektor Lestrade, wurde der auch unter der Tür durchgeschoben? Ja. Ist Ihnen irgendetwas Besonderes aufgefallen? Bitte denken Sie gut nach. Also... Ja? Kurz bevor ich den Brief hinter der Tür fand, habe ich zufällig einen Blick durch das Fenster geworfen. Da sah ich einen Mann, der vom Haus wegrannte, als ob der Teufel hinter ihm her wäre. Haben Sie ihn erkannt? Nein. Dazu war er schon zu weit weg. Aber er war gekleidet wie unsere Fischer. Wir sollten gleich ins Dorf gehen, um herauszufinden, wer es war, Holmes. Damit würden Sie nur Zeit verlieren. Wieso? Weil alle Fischer mit der Flut hinausgefahren sind und vor morgen Abend nicht zurückkommen. Immerhin schon nach 9. Sind Sie sicher, dass die Fischer herkommen werden? Natürlich, wie immer. Den ganzen Tag Wasser sehen, das gibt tüchtigen Durst. Sie müssen jeden Moment hier sein. Ja, da kommen Sie schon. Abend allerseits. Meine Stelle ist schon gleich. Ich gebe ein Auserwort. Guten Abend schon. Na, wie war der Plan? Einen Augenblick. Hören Sie mir bitte zu. Ich bin Sherlock Holmes. Letzte Nacht hat McGregor jemand von Ihnen mit einem Brief zum Dreadcliffe-Haus geschickt. Wer war das? Antworten Sie bitte. Es ist von größter Wichtigkeit. Nehmen wir an, ich hätte für den alten Mac einen Brief mitgenommen. Wäre das was Schlimmes? Vielleicht können Sie mir helfen, seinen Mörder zu finden. Wo hat er Ihnen den gegeben? Unten bei der kleinen Bucht. Er weiß, dass wir unsere Netze da einholen. Was hat er Ihnen dabei gesagt? Nun ja, er hat mich gefragt, ob ich ihn nach Dreadcliffe bringen würde für eine halbe Krone. Für weniger hätte ich das auf keinen Fall gemacht. Wegen der Legende, die man sich über das Haus erzählt. Was hat er Ihnen sonst noch gesagt? Tja, er hat mich gefragt, glaubst du an Geister? Da habe ich gesagt, natürlich nicht. Darauf er, ich auch nicht, Angus.
Dann hat er mir den Brief gegeben und die halbe Krone. Danke, mein Freund. Sie haben mir sehr geholfen. Eine Runde Whisky für alle, auf meine Kosten. Danke. Watson? Sehr geholfen. Ich möchte wissen, was Sie diese Unterhaltung entnehmen konnten. Der hat doch die ganze Zeit nur über Geister geredet. Und woran denken Sie bei dem Wort Geister? Ich weiß nicht. An Friedhöfe. Genau. Alan McGregor wurde heute beerdigt. Na, sagen Sie mal, wollen Sie mir nicht ein bisschen helfen? Sie machen das doch wunderbar, Watson. Übrigens, Holmes, ich habe diesen Leuten von Anfang an nicht getraut. Und diesen sogenannten guten Kameraden, dieser Frau, Mrs. Monteith natürlich, wer sonst? Nun, alter Freund, wo stecken Sie? Hey, Holmes, ich rede mit Ihnen. Alte Eule. Na, haben Sie sich gut unterhalten? Ach, da sind Sie, so ein dämliches Biest. An diesem Friedhof ist wirklich alles dran. Der Sarg! Lachen Sie ihn auf! Ist ja ungeheuerlich. Wie ich vermutete. Leer. Jemand war schon vor uns hier. McGregors Leiche ist ausgegraben worden. Was? Kommen Sie. Schnell, Watson! Wir dürfen keine Zeit verlieren. Was haben Sie vor? Ich müsste mich verdammt irren, wenn nicht noch ein neuer Mord geschieht. Dich sollte man umbringen, wenn du nicht endlich deinen Schnabel hältst. Sie wissen, was Sie zu tun haben. Ja, Sir. Beeilen Sie sich. Wir kommen zu spät, Watson. Wo ist der Tote, Lestrade? Wer ist es? Dr. Merivale. Ich fand ihn am Fuß der Klippen, von einem Felsbrocken erschlagen, kaum zu erkennen. Wie furchtbar. Ich habe ihn an seinem Anzug identifizieren können. Und an seiner Taschenuhr. Dann muss Alistair der Mörder sein. Daran ist jetzt nicht mehr zu zweifeln, Dr. Watson. Er hat eine nach dem anderen umgebracht, um an die Versicherungssumme zu kommen. Habe ich mir gedacht, vom ersten Augenblick an. Ja. Und wo ist Ihr Gefangener, Inspektor? Der ist sicher untergebracht. Glauben Sie wirklich? Ja, in der Bibliothek. Ich würde mich nicht so weit von ihm entfernen. Sie können ganz beruhigt sein, Doktor. Er ist gefesselt. Laufen Sie doch nicht immer auf und ab. Ich messe nur etwas aus, Lestrade. Strapazieren Sie sich doch nicht unnötig, Mr. Holmes. Sie müssen doch nicht jeden Fall lösen. Ach, da sind Sie ja. Ich hatte Sie gleich im Verdacht. Ich sagte zu Holmes, er ist viel zu gut, um echt zu sein. Nein, Doktor, ich habe niemanden getötet. Ich schwöre, dass es wahr ist. Natürlich leugnen Sie, der Täter zu sein. Das machen alle so. Ja. Nichts. Haben Sie ein bisschen Tabak? Nein, ich bin nicht Raucher. Der von Simpson ist da. Er dürfte keinen mehr brauchen. Armer Captain. Na, wenn Holmes ihn rauchen konnte, dann werde ich ihn ja wohl auch vertragen. Komisch. Könnte unter Umständen wichtig sein. Das muss ich sofort Holmes sagen. Großer Gott. 28 Fuß. Das passt genau, Lestrade. Vielleicht sagen Sie mir, wovon Sie sprechen. Vom letzten Stück des Puzzlespiels, das jetzt an seinem Platz ist. Bleiben Sie bei Ihrem Puzzlespiel. Ich habe dafür den Mörder. Kommen Sie, Lestrade. Wo ist Dr. Watson? Er ist durch die Tür da hinausgegangen, vor ein paar Minuten, um Sie zu suchen. Wir haben einen Schrei gehört. Sie nicht? Ach, wo denken Sie hin? Eigenartig. Wir haben ihn nicht gesehen, als wir durchs Speisezimmer gingen. Mhm. Hat er denn vorher nichts gesagt? Doch. Zuerst war er nicht sehr liebenswürdig zu mir. Er stand dort, wo Sie jetzt stehen, Mr. Holmes. Dann fragt er mich, ob ich Tabak hätte. Aber Sie wissen ja, dass ich Nichtraucher bin. Da sagte ich zu ihm, nehmen Sie doch ruhig den von Captain Simpson. Er nahm seine Pfeife und wollte sie stopfen. Aber plötzlich rief er, könnte unter Umständen wichtig sein. Das muss ich sofort Holmes sagen. Ich danke Ihnen, Mr. Alistair.
Und Sie rühren sich nicht vom Fleck. Diese Mauer misst 28 Fuß von außen und von innen ein paar Fuß weniger. Was suchen Sie eigentlich? Die Tür zu einem Geheimgang. Was für ein Geheimgang? Sie kann nur an der Innenseite des Kamins sein. Soll man ihn vielleicht deswegen einreißen, Mr. Holmes? Denken Sie doch, dass deren Lage verzweifelt ist. Sie schrecken vor nichts zurück. Und Sie haben Dr. Watson. Also, was machen Sie? Bitte nehmen Sie den Leuchter. Na schön. Was wollen Sie denn hier? Ich habe Angst, so allein. Hm? Da ist sie. Großer Gott, das muss der Geheimgang sein, der zu dem alten Schlupfen wieder schlupfen wird. Ich hatte aber keine Ahnung, wo er ist. Gib mir den Leuchter. Sonst hören Sie uns. Wer Sie? Sehen Sie selbst, Lestrade. Ist ja fantastisch. Soll mich doch der Teufel holen, verdammt nochmal. Los, ihr Ganoven! Hände hoch! Ihr seid verhaftet! Wer ist denn da drin? Die guten Kameraden. Oh nein, nein! Die sind tot. Tatsächlich? Los, los, los! Einer neben den anderen! Ich hielt sie alle für tot. Das wollten Sie auch erreichen. Watson! Webern, King, Davies, Cosgrave, Maribel Simpson, wie undankbar von Ihnen. Ich bin froh, dass Ihnen nichts passiert ist. Aber später hätten Sie auch nicht kommen dürfen. In ein paar Minuten hätten Sie mich ins Meer geworfen und wären an dem Schiff entkommen, geschadet von Simpson. Es war doch da draußen vor der Küste. Ich gratuliere Ihnen, Lestrade. Sie haben gute Arbeit geleistet. Kinderspiel, Mr. Holmes. Und Ihnen möchte ich auch gratulieren, meine Herren, zu Ihrem genialen Plan. Ich gebe zu, hätten Sie Ihr Geheimnis nicht noch durch die Apfelsinenkerne unterstreichen wollen, hätten die Hintergründe der Ereignisse in Draycliffe House meiner Aufmerksamkeit leicht entgehen können. Sie sind sehr beredt, Mr. Holmes. Und wenn Captain Simpson seinen Tabak nicht mitgenommen hätte, der in der Bibliothek lag, wären Sie eventuell doch noch entkommen. Nebenbei bemerkt, Lestrade, ich nehme an, dass jeder dieser Gentlemen seinen Teil der Versicherungssumme bei sich trägt, in einer vollgestopften Brieftasche. Sie Vollidiot, Simpson. Ich habe Ihnen gesagt, man wird merken, dass der Behälter leer ist. Und wer hat gesagt, ich soll hinter dem Haus herumschleichen? Was sollte ich denn tun, so wie Sie sich benommen haben? Halten Sie den Mund, Cosgrave. Von Ihnen lasse ich mir nichts verbieten. Sie und Ihre Kerne, Maribel. Sie meinten, das würde den Verdacht von uns ablenken. Haben Sie das getan? Nein. Durch Sie und die verdammten Kerne sind wir reingefallen. Auf, lassen Sie ihn los. Und jetzt wieder zurück in die Reihe. Wenn ich dann um das Geld bitten darf. Hey, 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 keine Mätzchen mehr wie diese. Ohne die Geistesgegenwart von Mr. Holmes hätten Sie womöglich einen Anwesenden erschossen. Und ich dachte, Sie wären meine Freunde, meine guten Kameraden. Wie konnten Sie nur? Nun weinen Sie nicht gleich, mein Bester. Sie werden noch viele Jahre zusammen im Gefängnis verbringen. Nein, Lestrade. Mr. Allister ist völlig unschuldig. Er war nur Aushängeschild für Sie. Oh, alles klar soweit, Holmes. Außer einer Sache. Warum erschossen Sie MacGregor? Weil MacGregor eben nicht an Geister glaubte. Eines Nachts, als er am Strand war, sah er jemanden, den er für tot hielt. Wahrscheinlich ihn da, unseren Mann mit den großen Füßen. MacGregor war mutig genug, Lestrade informieren zu wollen. Dieser Brief war sein Todesurteil. Eine wunderschöne Theorie, Mr. Holmes. Aber Sie können nichts beweisen. Das wird sich noch herausstellen. Lestrade, nehmen Sie Simpsons Revolver und untersuchen Sie ihn. Na, fehlt eine Kugel? Ja, Mr. Holmes. Die ballistische Untersuchung wird ergeben, dass die fehlende Kugel Alec MacGregor tötete. Das genügt völlig. Es stimmt, was Sie sagen, Mr. Holmes. Meine Aufgabe ist es jetzt, Sie dem Arm der Justiz zu übergeben.
Und so sehen die 6 Mitglieder des Clubs der guten Kameraden einer gerechten Bestrafung entgegen. Die Ausführung ihres Plans konnte in letzter Minute verhindert werden. Eine hervorragende Arbeit des pikanten Inspektors Lestrade. Von allem Unsinn ist das der größte. Lestrade hatte nicht die leiseste Ahnung, worum es überhaupt ging. Nicht aufregen, Watson. Hauptsache, wir wissen, wer das Geheimnis der guten Kameraden gelüftet hat. Nicht wahr, Watson? Das ist richtig. Denn wenn Mr. Holmes nicht gewesen wäre, dann hätten die Zeitungen mich jetzt beim Wickel. Mr. Holmes, etwas ist mir noch unklar. Was? Wie kamen diese falschen Morde zustande? Ganz einfach, mein lieber Scheiber. Ich werde es Ihnen erklären. Jedes Mal, wenn einer aus dem Dorf auf dem Friedhof beerdigt wurde, dann gruben sie den Toten aus und zogen ihm die Sachen eines Mitgliedes an. Inszenierten für die anderen einen Unglücksfall und verstümmelten die Leiche, damit man sie nicht erkennen konnte. Inzwischen verschwanden die angeblich Verstorbenen in dem geheimen Keller von Dreckliffhaus. Ich denke, jetzt haben Sie alles verstanden. Eins möchte ich noch wissen. Bei dem angeblichen Tod von Simpson, wie erklären Sie sich da die Tätowierung auf der Brust des anderen? Die Tätowierung, ja, das war so. Wissen Sie... Los, Watson, sagen Sie es ihm. Sie können das besser. Simpson war Experte in Bezug auf Tätowierungen und hatte seine auf der Brust des Torsos nachgemacht. Mir war aufgefallen, dass die Zeichnung noch ganz frisch war und höchstens 24 Stunden alt sein konnte. Schrecklich. Wie kann man nur so etwas tun? Abgesehen von dem Dank, den wir Ihnen schuldig sind, bittet meine Gesellschaft Sie, diesen Scheck anzunehmen. Nein, Mr. Chalmers, geben Sie ihn Mr. Alistair. Er verdient die Belohnung mehr als ich. Aber nicht doch. Ich wurde durch die Banditen reingelegt. Ich habe diesen Fall schließlich nicht gelöst. Nein, Sie haben weit mehr als das getan. Ihr rechtzeitiger Hinweis auf den leeren Tabakbehälter von Kapitän Simpson in der Bibliothek hat ihm das Leben gerettet. Meinem lieben Freund und Kollegen, Dr. John Watson. Ich bedanke mich auch. Sie haben es ermöglicht, dass wir unsere glückliche Zusammenarbeit noch lange fortsetzen können. Oh. Danke, Holmes.